Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, nächste Woche Donnerstag, 20.30 Uhr, gibt es den nächsten FIFA Mobile Livestream. Könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Das wird eine richtig geile Sache. Wir werden dann schön viele TOTS Packs öffnen. Wir streamen auch rein in das TOTS Bundesliga. Das wird ja am Donnerstag erscheinen, da werden wir auch rein streamen. Also wird wieder ein richtig geiler Stream. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal merken. Nächste Woche Donnerstag, 20.30 Uhr, gehen wir rein. Und Freunde, ich würde sagen, wir gehen heute auch rein. Wir machen heute mal wieder das erste fette TOTS Pack Opening. Habe ich Bock drauf. Wir werden hier ein paar TOTS Packs öffnen im Shop, im Event. Mal gucken, ob sich da was ergibt. Und vielleicht den einen oder anderen Spieler ziehen, den einen oder anderen coolen Spieler ziehen. Würde ich auf jeden Fall ja nicht nein sagen, Freunde, ne? Gut, ich muss jetzt hier überall noch spielen. Ich nehme hier auch gerade nach der Aktualisierung auf. Werde ich dann alles hier noch privat machen. Ich werde euch auch gleich noch die Spieler zeigen, die ich im Stream gezogen habe, Freunde. Weil ich hatte im Stream auch schon, 208 plus, ne? Es waren zwei, glaube ich, gewesen, geöffnet. Und habe da auch, ja, was gezogen entsprechend. Und da können wir gleich, ja, kann ich euch gleich zeigen, was ich da, gezogen habe. Das habe ich, glaube ich, auch gestern im Video euch versprochen. Jawohl, jetzt kriege ich es mit Kiwi hier nicht geschissen, aber doch, kriege noch gerade so gerettet. Genau, und dann werden wir im Shop heute auf jeden Fall noch ein paar Packs öffnen. Habe ich eigentlich Bock drauf, Leute. Da habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Mal gucken, hoffentlich könnt ihr ja auch in Sachen Packlack. Ich würde auf jeden Fall nicht nein dazu sagen, wenn man das mal so sagen darf hier. So, machen wir hier nochmal die Schussduelle gegen den Keeper, sollte aber auch easy peasy machbar sein. Und Freunde, ich muss sagen, man hat ja so viel zum Spielen, das ist wirklich geisteskrank, Alter. Wir haben hier TOTS Event, wo man richtig viel spielen kann, man hat Champions League Event, wo man viel spielen kann, und man hat Prime Heroes Event, wo man jetzt ja nicht so viel spielen kann, aber halt auch was spielen kann. Also Freunde, man kann hier viele Sachen spielen, das ist schon irgendwie geil, aber es ist irgendwie auch viel, ich weiß nicht. Also ich finde es aber trotzdem irgendwie cool. Auch wenn es so viel ist, ja, es ist irgendwie, ja, ich finde es lustig. Gut, machen wir hier nochmal die Skillspiele durch, im Premier League TOTS. Dann, ja, ich glaube, irgendwas abholen kann ich da wahrscheinlich dann nicht. Deswegen, ja, ist es jetzt eigentlich auch nichts Wildes. Ich würde sagen, Freunde, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich gezogen habe gestern im Stream. Das hatte ich hier noch, leider, also ich habe 208 Plus Packs geöffnet, leider hatte ich nicht... Ja, über 108, also über 108 gezogen. Hab leider nur 208er gezogen. Deswegen ist es jetzt nicht allzu spektakulär. Genau, ich hatte einfach einmal hier einen Gabriel Jesus und einen Mitoma. Die beiden habe ich gezogen, Mitoma und Jesus. Gehen leider nicht raus, werden wahrscheinlich dann in irgendeinen Umtausch reingesteckt. Tadic, wo habe ich einen Tadic? Ja, boah, ich weiß gar nicht. Habe ich den auch gestern gezogen? Ich glaube nicht. Kommt mir jetzt irgendwie gar nicht so vertraut vor von gestern, eigentlich schon vor Donnerstag. Ja, gut, kann schon sein, dass ich ihn da gezogen habe. Oder habe ich den aus dem Pass? Ich glaube, ich habe ihn aus dem Premier League Pass gezogen. Das kann sein. Das kann schon gut sein. So, wie gehen wir hier in den Shop? Ja, hier diese ganzen Angebote habe ich mir schon geholt. Die limitierten Angebote auch. Das werden wir uns unter anderem gleich noch holen, Freunde. 103 plus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier rein in das Gratis-Pack auf ganz entspannt. Ziehen hier eine Rang-Item, okay. Können wir eigentlich gerade mal hier die ganzen Gratis-Packs durcharbeiten. Hier mit Shapeshifter etc. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen, Freunde. Man darf hier nichts vernachlässigen, ne? Man darf hier wirklich nichts vergessen. Ich will hier auch nichts vergessen. Ich will hier immer schön dranbleiben und alles mir abholen. So, 20 Trainingsübertragungs-Items nochmal. So, da haben wir jetzt hier die Quest erledigt. Ist die Frage, bringt irgendwas für den Pass? Ich glaube nicht. Man kriegt ja so viel Skillboost, das ist auch richtig geil. Da kann ich jetzt endlich mal vielleicht im Level hochkommen. Ach, guck mal, hier trainieren Spieler zweimal. Kann ich nochmal machen. Das heißt, ich trainiere hier irgendjemanden. Ich trainiere einfach mal Harry Kane. Eins und zwei. So. Dann, muss ich ja gar nicht. Ja, es hat ja 110, ach egal. Ist egal, zu viel gedrückt. Das wollte ich jetzt, genau, so haben wir's. Vielleicht können wir jetzt uns im Pass noch was abholen. Premier League Pass, wo ist der Premier League Pass? Hier ist der Premier League Pass.
Jawohl, zwei Stufen sogar. Okay, das ist sehr cool. Das nehme ich mit. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Und jetzt kriege ich hier nochmal 30 Passpunkte. Die wiederum, Freunde, können wir jetzt wieder reinvestieren in hier, bei denen hier. Und dann, obwohl, nee, ich mache das privat, das dauert sonst zu lange. Aber dann könnten wir eventuell da hinten dann auch nochmal die Tage. Ah, nee, ich will ja hier keine Packs werfen. Ich will ja hier auf den Icon sparen. Wichtig und richtig, Freunde. Wir können aber jetzt hier mal ein Pack öffnen. Und ich hoffe mal, dass wir die Fever Points ziehen. Haha, das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, oder 500 Gems. Ja, 500 Gems nehme ich auch mit. Nehme ich auch mit. Ist ganz geil. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt rein in den Shop. Ich hole mir mal kurz ja das eine Angebot da und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So, da sind wir. Da sind wir. 103 plus. Mal gucken, was wir ziehen. Ich bin gespannt. Ich denke mal kein Walkout. Ja, so ist es auch. Und wir ziehen einen 106. Okay, 106 geht eigentlich sogar klar, weil ich glaube, ja, man kann. Oh, das ist sogar richtig gut. Man kann nur 100, maximal 106 ziehen. Das ist gut. Dann nehme ich mit. Okay, das ist ganz cool. Danke dafür, ey. Da will ich mich jetzt eigentlich nicht groß beschweren. Geht das irgendwie hier in Umtausch? Irgendwie irgendwo? Warum kann ich die jetzt eigentlich nicht reinhauen? Ach, die sind in der Aufstellung. Ja, okay, lost. Hier müsste ich die wahrscheinlich reinhauen, ne? Ja, habe ich aber auch nur 3. Habe ich aber auch nur 3, leider. 109. 109 könnten wir eventuell heute hinbekommen, Freunde, weil ich werde jetzt hier im Shop, Freunde, einmal das Pack hier öffnen, Freunde. Da gehen wir rein. 108 plus. Und dann vielleicht noch eins für, ja, wunderbare Gems. Ja, das. Ja, vielleicht mache ich das auch nochmal. Aber ich würde sagen, wir gehen. Ups, nein. Sondern das hier, Freunde. Wir gehen hier rein. Let's go. Come on, ihr. Gönn. Gönn was Gutes. Let's go. Ich drück drauf. Abfahrt. Absolute Eskalation. Wir gehen rein. Geile Animation. England, oh, ich habe jetzt gar nicht geguckt, nochmal ZM. Burnley, ja, ist glaube ich nichts Gutes. Ist ein 108er Brownhill. Oh, okay. 108er Brownhill hier gezogen. Geht wahrscheinlich nicht raus, oder? Wenn ich jetzt mal auf den Markt gucke. Geht wahrscheinlich nicht raus. Ja, okay. Dann kommt der in den Umtausch. Dann kommt der in den Umtausch, Freunde. Jetzt will ich mal kurz gucken, Gems, wie viel kosten die nochmal? 400. Ja komm, dann mache ich das jetzt hier nochmal und dann öffne ich das eine für 5000 nochmal hier. Dann hauen wir hier nochmal eine raus. Und zwar das hier. 106 plus, okay. 106 plus, let's go, wir gehen rein. Wir gehen rein, 106 plus, Abfahrt. Gibt es da eine Walkout-Animation? Gibt eine Walkout-Animation, okay. Nice, nice, nice. Ukraine, oh. Ist aber Tschetschenko. Kann der was? 109er Tschetschenko. Wow, okay, geil, Alter. 109er Tschetschenko. Mein bester Totspool bis jetzt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. 109er Tschetschenko hier gezogen von Arsenal. Ja, das ist doch mal ganz geil, Alter. Das finde ich gut. Geht leider nicht raus. Schade. Diese 43 Millionen, die hätten natürlich jetzt nochmal ordentlich geschmeckt. Ne? Sag ich euch so, wie es ist. Sag ich euch so, wie es ist. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut. Wir haben hier halt noch vorne hier noch welche, ne? Komm, ich öffne dann hier nochmal 2 Stück. Let's go, 103. Mal gucken, vielleicht ziehen wir sogar einen 103er. Wir ziehen sogar einen Walkout, lol. Okay, das ist krass. Robertson. Robertson. Robertson, ist er nicht krass? Ah, nee, 108. Ich hatte irgendwie gedacht, dass der 110 hat. Ja, okay, gut. Huch, ich hatte irgendwie kurz im Kopf gehabt, dass der eventuell 110 haben könnte. Ja, okay, komm, dann gehen wir hier direkt weiter rein. Dann holen wir uns direkt wieder das Ganze ab. Mal gucken, vielleicht haben wir direkt wieder Glück. Alter, ich habe richtig Bock. Kein Walkout. Und wir ziehen keinen Spieler, okay. Schade. Wir machen weiter. 200 FIFA Points. Und let's go. Tots Mini Set A. Wir gehen rein. Kein Walkout und auch kein Spieler. Okay, schade. Da hat der Robertson wahrscheinlich das ganze Glück aufgebraucht. Was ist das eigentlich hier? Ja, 103, okay. 106 plus. Komm, dann machen wir noch einmal 106 plus Totspack jetzt hier. Let's go. Wir gehen rein. Noch einmal 106 plus. Gönn ihr, vielleicht noch was Gutes. Walkout wichtig und richtig. Portugal. ZTM. Fulham, okay. 108er Palinha. Nehme ich auch mit. Ja, nehme ich auch mit. 108 aus 106. Schmeckt. Das kann man auf jeden Fall machen. Und Freunde, ich würde sagen, zum krönenden Abschluss gehe ich jetzt hier nochmal rein in ein
109er, Freunde. 109 Umtausch wird jetzt hier nochmal rausgeknallt zum Abschluss. Es ist zwar nur maximal 109, ich weiß, aber ich mach's trotzdem, Freunde. Ich mach's jetzt hier trotzdem und wir gehen rein. Let's go. Wir gehen rein. Mal gucken, was wir ziehen. Oh, Brasilien ist Guimarães, glaube ich, heißt er, ne? Nee, Guimarães? Nee. Gabri Martinelli. Gabri Martinelli ist geil sogar. Martinelli ist geil von Arsenal, aber geht wahrscheinlich auch nicht raus, oder? Er geht wahrscheinlich auch nicht raus. Ach, schade. An sich auch geiler Pull. Ja, geht nicht raus, nee. Schade. Den müsst, also am schlausten ist es halt einfach, den wahrscheinlich dann in die SBC zu stecken. Und da brauche ich halt einfach 6 Stück, Freunde. 6 Stück. Aber kann halt hier schon was Geiles sehen. Robertson, doch, es gibt einen 110er Robertson. Alter, ich wurde einfach getrollt von hier, ey. Ich wusste es doch, ich wusste es doch. Alter, schade. Wäre auch geil gewesen. Aber Freunde, ich würde erstmal sagen, das hat es gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns morgen wieder, Freunde. Haut rein, bis dahin und ciao.